Herzlich willkommen bei der Achermann ICT Service, hier aus der Live Lounge in Kriens. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Session zum Thema 360 Grad Informationssicherheit. In unserem Framework 360 Grad Informationssicherheit werden wir heute das Thema Gesetze näher beleuchten. Zu diesem Zweck haben wir einen Spezialist motivieren, zu uns nach Kriens zu kommen. Christian Leupi von der Grossenbacher Rechtsanwalt von Luzern wird uns nähere Informationen mitbringen zum Thema IT-Risiken rechtlich absichern. In seiner Keynote-Session wird er das Thema grundlegend beleuchten und Ihnen tiefgehende Informationen dazugeben. Im Nachgang zu dieser Keynote werden wir Ihre Live-Fragen, die Sie im Chat uns stellen können, beantworten und auf die detailliert darauf eingehen. Nun möchte ich sehr gerne überleiten zu unserer Keynote von Christian Leupi. Herzlichen Dank, sind Sie dabei. Liebe Besucherinnen und Besucher, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Online-Keynote zum Thema 360 Grad Informationssicherheit, IT-Risiken rechtlich absichern. Mein Name ist Christian Leupi. Ich bin Partner und Mitinhaber von Grossenbacher Rechtsanwalt in Luzern und schwergewichtig im Bereich IT-ICT-Recht tätig. Zu meiner Tätigkeit gehört Beratung von Unternehmen verschiedenster Grösse in IT-rechtlichen Belangen. Nachdem wir in der letzten Keynote von Ralf Brunner spannend zum strategischen Umgang mit IT-Risiken gehört haben, freut es mich außerordentlich, Ihnen heute ein bisschen die rechtliche Seite vom Umgang mit IT-Risiken zu beleuchten und Ihnen aufzuzeigen, wie man solchen Risiken aus rechtlicher Sicht begegnen kann. Was können wir für IT-Risiken? Die Aufzählung ist nicht abschließend, aber es ist dennoch eine Auflistung der wichtigsten Risiken, mit denen ich als Rechtsberater im Bereich IT- und ICT-Recht in der Praxis in der Zusammenarbeit mit Unternehmen immer wieder konfrontiert werde. Wir haben die unsorgfältige Planung, Realisierung von IT-Projekten, Schrechterfüllung durch einen Dienstleister, Vernachlässigung der Informationssicherheit, unsorgfältigen IT-Einsatz, Datenverlust, Datenbeschädigung, Datenverfälschung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die IT-Risiken die können natürlich aus Unternehmenssicht aus verschiedenen Ecken kommen und auch verschiedene rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Vernachlässigung der Informationssicherheit und der unsorgfältige IT-Einsatz sind letztlich meistens hausgemachte Probleme vom Unternehmen und damit auch meistens selbst verschuldet. Verursacher können einzelne Mitarbeitende sein, aber natürlich auch der Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung bei Organisationsversagen. Datenverlust, Datenbeschädigung und Datenverfälschung kann natürlich auch zusätzlich bei einem Dienstleister, den ich beiziehe, passieren. Oder natürlich auch im Zusammenhang mit Hacking-Angriff, Phishing etc. einen kriminellen Hintergrund haben. Was sind die möglichen rechtlichen Konsequenzen daraus, wenn sich solche Risiken verwirklichen? Wir haben einmal ein Haftungsrisiko gegenüber von Kunden und natürlich auch von Datenbearbeitungen betroffener Personen. Wir haben das Risiko von Bussen und strafrechtliche Konsequenzen bei Datenschutzverletzungen. Und wir haben letztlich auch das Risiko von einem Reputationsverlust, daraus resultierende Geschäftseinbussen und daraus resultierend wiederum unter Umständen ein Konkursrisiko. Im Vordergrund der rechtlichen Konsequenzen steht das Risiko für Versäumnis im Bereich der Informationstechnologie gegenüber Dritten und dass ich daraus haftbar werde. Namentlich natürlich
gegenüber von Kunden und von Datenbearbeitung betroffenen Personen. Auf das werden wir später noch einmal näher eingehen. Weiter besteht als Risiko, wie wir schon gesagt haben, Bussen und strafrechtliche Konsequenzen. Das kann das Unternehmen selber, wie aber auch Mitarbeitende, insbesondere Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, treffen. Die Risiken im Zusammenhang mit dem Konkursrisiko ist auch immer daran zu denken, dass man nicht nur selber unter Umständen halt aus einem Reputationsverlust und aus Geschäftseinbußen ein Konkursrisiko hat, sondern dass auch ein Dienstleister kann von einem Konkurs betroffen sein, was dann unter Umständen besondere Herausforderungen an die Verfügbarkeit der Daten stellt. Kurz zu den wesentlichen Haftungsrisiken. Welche wesentlichen Haftungsrisiken sind im Bereich der IT-Risiken auszumachen? Haftung aus Vertrag, Verzug, Gewährleistung, Verletzung, Sorgfaltspflichten und Schadenersatz wären da die einschlägigen Stichworte. Primär kann mich natürlich als Unternehmen die Haftung bzw. die Verantwortlichkeit aus meinen Verträgen treffen, die ich mit Kunden geschlossen habe. Ein Beispiel von Verzug wäre, ich kann Termine nicht einhalten, weil ich keinen Zugriff auf meine IT habe und dementsprechend auf notwendige Auftragsdaten nicht zugreifen kann. Eine Verletzung der Sorgfaltspflichten sehen wir meistens im Bereich von Datenschutz und Datensicherheit. Und das Thema Schadenersatz kann dann auch wieder ein Folge sein von einem Terminverzug, wenn ich den verschulde, dass ich eben letztlich auch schadenersatzpflichtig werde, weil mein Kunde auf einen Termin vertraut, den ich ihm als Unternehmen einräume und den ich halten kann. Wir haben aber auch die Haftung der Gesellschaft, vom Unternehmen selber aus unerlaubten Handlungen und die Haftung der Organe. Das heisst, das Unternehmen kann eine Haftung treffen, wenn Personen mit Leitungsfunktionen, beispielsweise unerlaubte Handlungen begönnt, zum Beispiel der Missbrauch von Personendaten, dann kann die Unternehmung eben auch direkt dafür haften. Und letztlich sind auch die Organe gewissen Haftungsrisiken ausgesetzt, also alle VR- und Geschäftsleitungsmitglieder. Die Haftung der Organe kann beispielsweise im Bereich von der generellen Vorschriften der IT-Security greifen, indem man beispielsweise halt vernachlässigt, dass man die entsprechenden Regelwerke und die entsprechenden Compliance-Vorschriften aufstellt. Das ist Aufgabe vom VR und von der Geschäftsleitung in aller Regel. Und dementsprechend kann aus dem fehlenden Risikomanagement oder aus fehlenden Kontrollsystem in Sachen IT-Sicherheit das auch zu einer persönlichen Haftung der Organe führen. Weiter haben wir natürlich die Haftung gegenüber Kunden nicht nur, wenn ich selbstverschuldet Verträge nicht einhalte, sondern eine Haftung gegenüber von meinen Kunden kann mich auch treffen, wenn beispielsweise meine eigene Dienstleister schlecht erfüllt und ich dementsprechend meine Leistungen nicht erbringen kann. Zum Beispiel hat mein Cloud-Provider einen Ausfall oder einen Datenverlust. In diesem Zusammenhang kann ich mich aber auch in gewisser Weise absichern, indem ich natürlich meine Dienstleister sehr gut auswähle und seriös instruiere. Kriterien für so eine Auswahl können generell der allgemeine Ruf des Dienstleisters auf dem Markt sein, Referenzen, die ich einhole, Zertifikat etc. Wer ein Dienstleister mit einem guten Ruf und Zertifizierungen im Bereich IT-Security und Informationsmanagement wählt, kann damit sein Haftungsrisiko gegenüber von seinen eigenen Kunden auch entsprechend reduzieren. Wie wir bereits gesagt haben, kann das Fehlen von einem IT-Sicherheitskonzept oder von einem Risikomanagementsystem nicht nur eine Haftung oder Verantwortlichkeit vom Unternehmen begründen, sondern letztlich eben auch vom Verwaltungsrat und von der Geschäftsleitung. Thema Datenschutzverletzungen. Ich kann öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzen aus dem Datenschutzgesetz. Ich kann Vorgaben verletzen, wo mir ein Berufsgeheimnis auferlegt. Ich kann daraus nicht nur das Risiko, dass ich öffentlich-rechtliche Vorschriften verletze und damit verwaltungsrechtlich in ein Problem hineinkomme, sondern ich kann das Risiko in zivilrechtliche Auseinandersetzungen
mit einbezogen zu werden, indem ich halt Daten nicht so bearbeite, wie ich das darf und das entsprechend zu einer Persönlichkeitsverletzung kann führen kann, die man entsprechend auch rechtlich ahnden kann. Weiter haben wir auch strafrechtliche Konsequenzen im Bereich der Datenschutzverletzungen, indem ich bei unbefugtem Beschaffen von Personendaten kann entsprechend in ein strafrechtliches Risiko hineinlaufen. Wir kommen später im kleinen Exkurs zu der Revision des Datenschutzgesetzes noch kurz auch auf die neuen sich ergebenden Risiken in strafrechtlicher Hinsicht zu sprechen. Daten im Konkurs, das ist ein gewisses Risiko. Wir haben ein Risiko bei der Auslagerung von Daten im Hosting, wenn ich das an Dritte auslagere. Problem, wie kann ich im Konkurs darauf zugreifen? Allenfalls werden Daten gelöscht, allenfalls gelangen Personendaten an Unbefugte. Beim Konkursrisiko müssen wir vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Ich habe erstens einmal ein eigenes Risiko von einem Konkurs oder von einer Insolvenz, das sich allenfalls aus schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfällen, Stichwort Datenverlust, oder auch durch einen massiven Reputationsschaden aus IT-Sicherheitsvorfällen könnte der geben. Und ich habe zweitens natürlich auch noch zusätzliches Risiko, dass meine Dienstleister in Konkurs geht und der Zugriff auf Daten nicht mehr gewährleistet ist. Diesbezügliche Risiken sind nicht zu unterschätzen, weil wir in der aktuellen Gesetzeslage das Problem haben, dass Datenherausgabe im Konkurs nicht geregelt ist und nicht möglich ist. Und dass Konkurs, in einem Konkurs auch Daten unwiederbringlich verloren gehen können oder Personendaten auch an Unbefugte gelangen können im Rahmen eines Konkursverfahrens. Wir sehen also, die rechtlichen Konsequenzen aus IT-Risiken, die können aus verschiedenen Ecken kommen und können das Unternehmen und vor allem auch den Unternehmer selber oder die Unternehmerin auf verschiedenen Ebenen treffen. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich meine IT-Risiken auch aus rechtlicher Sicht möglichst gut absichern kann? Ich habe Ihnen hier ein paar Stichworte aufgelistet. Als erstes vertragliche Regelungen mit Kunden und eigenen Dienstleistern. Ein IT-Sicherheitskonzept. Weisungen betreffend Datenbearbeitung und Nutzung IT, die sich primär im Innenverhältnis der Unternehmung auswirken. Und gleichwohl versuchen, eine Regelung zu treffen betreffend Daten im Konkurs. Das Risiko gegenüber Kunden in die Haftung und in die Verantwortung zu geraten, kann ich mit vertraglichen Regelungen begegnen. Und natürlich auch, indem ich mit meinen eigenen Dienstleistern vertragliche Regelungen treffe, die die entsprechenden IT-Risiken thematisieren. Im Risiko als Unternehmen oder letztlich als Leitungsorgan von einer Unternehmung in die Haftung für IT-Sicherheitsvorfälle zu geraten, kann ich mit IT-Sicherheitskonzepten zu begegnen versuchen und zusätzlich natürlich auch mit internen Weisungen, die sich entsprechend an die Mitarbeitenden richten zum Thema Datenbearbeitung oder auch namentlich Nutzung von der IT-Infrastruktur. Letztlich kann ich auch versuchen, mit meinen Dienstleistern, die in meinem Auftrag Daten bearbeiten oder für mich speichern, auch Regelungen für einen Fall von der Insolvenz, für einen Konkursfall zu treffen. Was können wir sich vorstellen, was man vertraglich könnte regeln im Bereich IT-Sicherheit, IT-Risiken in Bezug auf einen Dienstleister? Ganz simpel, als erstes Stichwort, Beschreib von der Leistung. Es ist aber immer wieder frappant in der Praxis, die ich gesehen habe als Rechtsberater, dass es vielfach einfach an einen sauberen Leistungsbeschrieb fehlt. Und dass man dort es auch versäumt, richtig zu definieren, was ist überhaupt der Auftrag des Dienstleisters und was muss er überhaupt für mich als Unternehmen erbringen. Garantien und Gewährleistungen. Dort geht es natürlich primär darum, sich absichern, gegen die Schlechterfüllung und Mängel und Thema Termine und Fristen
ist dementsprechend auch klar, möglichst schauen, dass man dort eine saubere Regelung hat, dass man auch weiss, was komme ich zu welchem Zeitpunkt über und was hat es für Konsequenzen, wenn ich das zu dem Zeitpunkt, der vereinbart ist, nicht überkomme. Service Level Agreements, dort ist natürlich immer die Abwägen auch zwischen Bedürfnissen und Kosten. Und dort dann auch immer die Überlegung, wie lange kann ich vielleicht ohne gewisse IT-Komponenten auskommen? Brauche ich wirklich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Support? Welche Services sind geschäftskritisch, welche nicht? Das sind meistens Fragen, die sich auch stellen und die man sich beantworten muss, wenn es um die Verhandlung und die Ausarbeitung von Service Level Agreements geht. Wichtiges Stichwort, Verpflichtung des Dienstleisters auf Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Das natürlich insbesondere bei der Auftragsbearbeitung, saubere Vereinbarung, Definieren von technischen und organisatorischen Massnahmen, der Beschrieb von der Datenbearbeitung etc. Kündigung aus wichtigen Gründen und dort natürlich insbesondere auch Kündigungsbestimmungen, die auf meine Bedürfnisse passen, wo ich wieder halt Abwägung muss machen zwischen Versorgungssicherheit versus Flexibilität und natürlich Kündigung aus wichtigen Gründen auch die Möglichkeit von einem sofortigen Exit aus dem Vertrag, wenn sich auch wichtige Gründe ergeben. Beendigung vom Vertrag, wichtiges Stichwort, wie lange werden Daten noch vorgehalten nach der Beendigung vom Vertragsverhältnis? Habe ich vielleicht noch Read-Only-Zugriff nach der Beendigung? Kann ich mir das ausbedingen? Habe ich geregelt, dass Daten rausgegeben werden, in welchem Format, in welchen Fristigkeiten, ist das abhängig von irgendwelchen Kosten, Zahlungen etc. Das sind auch wichtige Punkte. Vielleicht noch einzelne Stichworte, die zusätzlich dazukommen beim Thema Outsourcing. Natürlich sind die vorher erwähnten Punkte alle relevant, aber zusätzlich sind bei Outsourcing sicher noch die folgenden Stichwörter zu berücksichtigen. Insbesondere noch das Augenmerk darauf halten, dass man Kontrollen über Datenschutz- und Compliance-Vorgaben durchführen kann. Eventuell auch durch einen beigezogenen Experten, durch beigezogene Expertise, zum Beispiel auch Nachweis durch Zertifikat oder Prüfung von unabhängigen Prüfern. Zusicherung von tauglichen technischen und organisatorischen Massnahmen hinsichtlich von der Datensicherheit und dem Datenschutz. Stichwörter sind da physischer Schutz von der Infrastruktur, Zugriffsregeln und Konzept, Verschlüsselung beim Datentransport, Verschlüsselung von Daten in REST etc. Datenportabilität macht sicher auch Sinn, versuchen zu regeln, wie Daten möglichst einfach von einem Anbieter zum anderen gezügelt werden können. Stichwörter Datenformat, zur Verfügungstellung von Schnittstellen etc. Und ein wichtiger Punkt, natürlich auch regeln, wie und unter welchen Voraussetzungen meine Anbieter dann letztlich auch weitere Unterauftragnehmer beiziehen darf, um mir meine von ihm bezogenen Leistungen zu erbringen. Was kann ich auf der Kundenseite machen? Natürlich gilt auch, wie gegenüber dem eigenen Dienstleister, gegenüber den Kunden, dass die eigenen Leistungen möglichst sauber und umfassend beschrieben werden. Ich kann versuchen, Haftungsbeschränkungsnormen in den Vertrag hineinzubringen, insbesondere die Beschränkung der Haftung für IT-Risiken, namentlich im Bereich der Verfügbarkeit, und natürlich auch versuchen, die Verantwortlichkeit vom Kunden für seine eigene Infrastruktur möglichst so abgrenzen, dass ich ein gutes Verhältnis habe zwischen den eigenen Risiken und den Risiken, die letztlich beim Kunden liegen und beim Kunden abgrenzt sind. Thema ist auch wieder Service Level Agreements, die mit den eigenen Ansprüchen gegenüber vom Dienstleister, von meinen eigenen Dienstleistern im Einklang stehen. Also sehr wichtig, dass man hinten aus dem Kunden nicht mehr verspricht, als ich eigentlich von meinen eigenen Dienstleistern auch tatsächlich verlangen kann. Zudem empfiehlt sich sicher auch immer eine Regelung über die Mitwirkungspflichten von der Kunden, damit ich dort regeln kann, was bei der Nicht-Einhaltung, was Nicht-Einhaltung zur Folge hat. Nämlich eventuell die Verantwortlichkeit für gewisse Risiken zum Kunden schieben. Oder es führt vielleicht zu Aufwandsentschädigungen, wo mir der Aufwand, den ich daraus habe, dass der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, wenigstens vergütet hat.
IT-Sicherheitskonzept, Regelwerk etc. können natürlich insbesondere auch der rechtlichen Absicherung dienen, da damit das Risiko für die Haftung für unerlaubte Handlungen von Mitarbeitenden kann reduziert werden und damit auch Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, also Leitungsorgan von einer Unternehmung, auch ihr eigenes Risiko wieder können ein bisschen runterbringen, indem man halt mit Konzept, Regelwerk und Vorschriften halt auch den Rahmen setzt, in welchem Umfang, in welchem Bereich und in welcher Form darf man dann letztlich auch eine IT-Infrastruktur zum Einsatz bringen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich nicht nur die Erstellung, sondern auch die regelmäßige Überprüfung. Also nicht nur die initiale Auseinandersetzung mit dem Thema und die Redaktion von entsprechenden Papier, sondern auch, dass die Regelwerke tatsächlich gelebt werden und auch regelmäßig revidiert werden und auch auf den Prüfstand gestellt werden, um zu schauen, taugt das noch, müssen wir etwas ändern, müssen wir etwas ergänzen. Weisungen zu der Datenbearbeitung. Im Bereich der Bearbeitung von Personendaten haben wir natürlich immer das Risiko, dass Datenleaks passieren oder dass einfach schlichtweg generell sorglos mit Personendaten umgegangen wird. Zur Risikominimierung und zur rechtlichen Absicherung von Risiken im Bereich der Verarbeitung von Personendaten empfehlen sich natürlich letztlich auch Weisungen, interne Unternehmensweisungen, zur Nutzung. Beispielsweise, darf ich gewisse IT-Infrastrukturen privat nutzen? Wie ist die Nutzung von gewissen Cloud-Tools geregelt? Habe ich eine Regelung für Bring Your Own Device? Etc. Nicht zu vergessen in diesem Zusammenhang ist sicher auch, dass insbesondere in der heutigen Zeit Social Media auch gewisse Risiken beinhalten kann, die sich auf das Unternehmen auswirken können. Stichwort Mitverantwortung für Datenbearbeitung. Bin ich letztlich, wenn ich auf Facebook mein Unternehmen präsentiere, nachher für Datenbearbeitung mitverantwortlich zusammen mit Facebook? Wie kann ich das sicherstellen? Natürlich die berühmten Shitstorms, die über ein Unternehmen hineinbrechen können, wenn man sich auf Social Media nicht so verhaltet, wie das gewünscht ist. Oder auch die Thematik unlauterer Wettbewerb. Wenn vielleicht der Mitarbeiter es gut meint und sich quasi unter einem falschen Namen in Social Media bewegt und sein Unternehmen in den grössten Tönen lobt und vielleicht die Konkurrenz noch absetzt, das kann letztlich alles Risiken beinhalten, die aus dem Bereich Social Media ein Unternehmen treffen können. Letztlich ist auch unabdingbar, dass die Mitarbeitenden regelmässig hinsichtlich der Themen Datenschutz und IT-Sicherheit geschult werden und auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Beispielsweise wie man mit Bedrohungen wie Phishing-Mails etc. umgeht. Schutz der Daten im Konkurs. Das ist im Moment noch ein heikles und schwieriges Thema und stellt letztlich auch Unternehmen, die ihre Daten outgesourced haben, vor gewisse Herausforderungen. Wenn ich eine eigene Infrastruktur beim Anbieter habe, wenn ich also in dem Sinn wirklich Server bei einem Anbieter eingestellt habe, ist das vielleicht noch ein bisschen unproblematischer. Da habe ich das Eigentum letztlich an diesen Geräten. Aber auch in dieser Konstellation kann der Zugriff im Konkursfall halt nicht von einem Tag auf den anderen passieren, sondern da malen dann auch die Mühlen vom Konkursamt, bis ich dann letztlich wieder Zugriff bekomme. Regelungen der Verträge sind schwierig, weil in aller Regel halt solche Regelungen bezüglich dem Umgang mit Daten im Konkurs halt nicht mögen über einen Konkurs heraus wirken. Wir sehen aber mutmaßlich per Sommer 2021 gibt es eine gewisse Erleichterung bekommen in diesem Bereich, in dem es eine Gesetzesänderung gibt im Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, im SchKG, wonach bei einem vertraglichen Anspruch auf Daten, zum Beispiel im Rahmen von einem Hosting oder einem SASS etc. vom Konkursamt auf Nachweis, dass ich einen vertraglichen Anspruch auf die Daten, die Herausgabe kann verlangt werden. Diese Herausgabe wird, so wie es im Moment aussieht, kostenpflichtig sein. Es bleiben dann aber natürlich weiterhin Fragen offen.
wie kann ich letztlich die Daten, die irgendwo auf einem System gespeichert sind oder in der Cloud, tatsächlich auch abgrenzen und sagen, das sind meine Daten. Also sind die irgendwo physisch oder logisch etc. abgrenzbar. Also auch mit dieser Gesetzesrevision werden in diesem Bereich gewisse Herausforderungen bleiben. Datenschutzrechtliche Herausgaberecht kann eine Variante sein, bringt aber in der Regel im Unternehmenskontext eher nicht weiter, weil man letztlich damit lediglich die unbefugte Bearbeitung verhindern könnte, aber wir als Unternehmen, die Daten für Kunden bearbeitet, in dem Sinne keinen eigenen Herausgabeanspruch haben, weil der Herausgabeanspruch in der Regel eben den betroffenen Personen zukommt. Was letztlich noch eine Variante ist, dass man halt beispielsweise redundante Backups fährt oder halt in Anführungszeichen Versicherung von der Daten macht. Stichwort wäre da, dass man wirklich alles schief geht und man Daten verliert, dass man zumindest irgendwo von einer Versicherung noch die Wiederherstellung von diesen Daten und wenn es dann letztlich im Extremfall einfach das Abdöckeln von Papier ist, um es wieder in eine elektronische Form zu bringen, dass man das könnte vergütet erhalten. Ich würde Ihnen an dieser Stelle noch gerne einen kleinen Exkurs zu der Revision des Datenschutzgesetzes vorstellen, weil sich aus der Revision des Datenschutzgesetzes gewisse zusätzliche Risiken werden ergeben, die letztlich auch Schweizer Unternehmen werden treffen können, die vielleicht bis jetzt im Thema EU-Datenschutzgrundverordnung noch nicht so betroffen waren und dort noch nicht wirklich Massnahmen treffen mussten. Das Hauptziel der Revision des Datenschutzgesetzes ist grundsätzlich der Angleich an die EU-Regelung. Das insbesondere mit dem Hintergrund, dass die EU, dass man natürlich weiterhin Gleichwertigkeit bei der EU wettet, damit der Datenfluss zwischen der EU und der Schweiz nicht erschwert oder beeinträchtigt wird. Das Risiko ist in der letzten Zeit real gewesen, hat doch die EU immer wieder Druck aufgesetzt, dass die Revision vorwärts geht und in die Richtung geht, die die EU sich vorstellt. Immer so ein mit dem Mahn- und Drohfinger, ihr verliert vielleicht eure Gleichwertigkeit im Datenschutz, was natürlich hinten raus ganz, was natürlich hinten raus so wesentliche mehr Aufwand geführt hätte, indem man dann einiges mehr an Vereinbarungen hätte müssen abschliessen etc. Und vieles nicht mehr einfach nur aufgrund des Gesetzes gegeben gewesen wäre. Die wesentlichen Punkte sind, wie wir schon gesagt haben, Angleichung an die EU-Regelung, Erweiterung von Informationspflichten, neue Dokumentationspflichten, neue Meldepflichten und letztlich auch, was ein wichtiger Punkt ist, wo wir noch darauf kommen werden, verschärfte Sanktionen. Vielleicht ganz kurz etwas zum Fahrplan. Aktuell ist die Ausführungsgesetzgebung in der Revision, das heisst die Verordnung zum Datenschutzgesetz, wird im Moment noch bearbeitet. Der Gesetzestext von der Revision des Datenschutzgesetzes ist verabschiedet und wird vermutlich im Sommer 2022 in Kraft treten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist im Gegensatz zur Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung, wo es eine zweijährige Übergangsfrist hat, wird es bei der Einführung der Revision des Schweizerischen Datenschutzgesetzes keine Übergangsfrist geben. Also die Regeln die werden unmittelbar dann scharf. Erweiterung der Informationspflichten. Informationspflichten wird es neu für jegliche Datenbearbeitung geben, außer bei gewissen Ausnahmen. Aber in aller Regel würde ich müssen sagen, welche Bearbeitungszwecke, welche Empfänger von der Datenbearbeitung vorliegen und in welche Kategorie bearbeitete Personendaten gehören. Wir haben, was ganz wichtig ist, neu die Meldung von Datensicherheitsverletzungen. Das war bis anhin nicht explizit im Gesetz geregelt und es hat dementsprechend auch keine gesetzliche Pflicht gegeben. Es ist aber gleichwohl kontrovers diskutiert worden, kann man das gleichwohl ableiten. Künftig wird klar sein, ja, es gibt eine Pflicht. Also ich muss Verletzungen, Datenschutzverletzungen, wenn sie voraussichtlich zu einem höheren Risiko für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen führen, melden. Und zwar muss ich das im eidgenössischen Datenschutz der Öffentlichkeitsbeauftragten melden.
Wichtig ist dabei auch der Auftragsbearbeiter, also mein Outsourcing-Partner, hat im Verantwortlichen, also mir, wenn ich ihn beiziehe für die Datenbearbeitung, so rasch als möglich Verletzungen zu melden. Zusätzlich muss ich in aller Regel auch die betroffenen Personen informieren, wobei es da auch wieder Ausnahmen gibt und ich nicht in jedem Fall muss informieren. Es gibt neue Dokumentationspflichten. Man muss neu ein Verzeichnis der Datenbearbeitungen führen. Da zeigt die Erfahrung aus der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung, dass die Erstellung eines Verzeichnisses der Datenbearbeitungen in den Unternehmen zu einem nicht zu unterschätzenden Aufwand geführt hat. Wer von diesen Unternehmen schon die EU-Datenschutzgrundverordnung konform ist, sollte auf der sicheren Seite sein, was das anbelangt. Wer das bis anhin nicht hätte müssen, berücksichtigen, weil er keinen Anknüpfungspunkt an die EU-Datenschutzgrundverordnung hat, wird sich mit dieser Thematik müssen auseinandersetzen und wird da sicher einiges an Arbeit müssen investieren. Es wird zwar Ausnahmen geben für Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden und bei einem geringen Verletzungsrisiko. Dort wird sich aber müssen zeigen, wie das in der Ausführungsgesetzgebung, also in der Verordnung zum Datenschutzgesetz, letztlich umgesetzt wird und natürlich dann auch in der Praxis. Und entscheidend wird dort auch sein, wie ist das geringe Verletzungsrisiko definiert und wenn bin ich durch das geringe Verletzungsrisiko wirklich in dieser Ausnahmebestimmung drin und wenn nicht. Verschärfte Sanktionen. Bis jetzt sind die Sanktionen im Datenschutzgesetz eher moderat gewesen. Es konnte Bussen bis 10'000 Franken geben. Neu können die Bussen bis 250'000 Franken gehen, bei vorsätzlicher Verletzung von Sorgfaltspflichten oder von Verletzung von Informations- und Auskunftspflichten. Weiter ausgebaut worden sind die Möglichkeiten des verwaltungsrechtlichen Untersuchungsverfahren und Verwaltungsmassnahmen durch eine eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Verwaltungsrechtliches Untersuchungsverfahren, wie gesagt, ausgebaut worden und Verwaltungsmassnahmen gehen mit dem neuen Datenschutzgesetz wesentlich weiter. Es können Bearbeitungen verboten werden. Die eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte kann eine Verfügung erlassen, dass Datenbearbeitungen angepasst werden müssen. Er kann verfügen, dass Daten gelöscht werden oder vernichtet werden. Was zu den Bussen, zu den strafrechtlichen Sanktionen zu sagen ist, da ein grosses Achtung. Diese Sanktionen treffen primär natürliche Personen, also in der Regel der vermutlich Leitungspersonen vom Unternehmen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu der EU-Datenschutzgrundverordnung, während die EU-Datenschutzgrundverordnung primär Sanktionen gegen das Unternehmen selber als Datenbearbeiter vorsieht, werden in der Schweiz weiterhin und künftig die natürlichen Personen bestraft. In Anbetracht von der wesentlich erhöhten Maximalbusse bisher 10'000, neu 250'000, bringt das natürlich ein nicht zu unterschätzendes Risiko bei Datenschutzverletzungen, das heisst die Verletzung von Sorgfaltspflichten oder Verletzung von Informations- und Auskunftspflichten für die Leitungsorgane des Unternehmens. Weiterhin die Möglichkeit, wie wir vorher schon gehört haben, von zivilrechtlichen Schadenersatzklagen. Das zur Abrundung eine kleine, kurze Einführung in die Revision des Datenschutzgesetzes, wo, wie gesagt, voraussichtlich im Sommer nächstes Jahr wird in Kraft treten und uns sicher im einen oder anderen Bereich von der Welt der IT-Risiken wird beschäftigen. Damit würde ich schließen und hoffe, ich kann Ihnen ein paar interessante Ausführungen geben zum Thema rechtliche Absicherung von IT-Risiken und wir würden jetzt Ihnen natürlich gerne zur Verfügung stehen für Fragen und versuchen, die Fragen zu beantworten. Besten Dank. Hallo und willkommen zurück, jetzt aus dem Live-Talk-Studio. Sie haben uns
ganz viele Fragen per Live-Chat hineingestellt. Ich würde zusammen mit dem Christian Leupi jetzt gerne auf die verschiedenen Fragen darauf eingehen. Und ja, ich gehe gerade mal auf die erste Frage ein, die wir hier im Live-Chat bekommen haben. Und jetzt, dieses Thema aus rechtlicher Sicht interessiert mich als Geschäftsführer. Was ist nun zu tun? Christian, wie wirst du dieser Frage da begegnen? Danke, Gregor. Das ist gerade eine gute Frage zum Anfang. Ich habe ja vorher einiges davon geredet, von Verantwortung, von Verwaltungsrat, von Geschäftsleitung. Und ich denke, dort fängt letztlich auch das Projekt an, dass ich mich als Leitungsorgan von einem Unternehmen halt die Gedanken darüber mache, über die IT-Sicherheit, die entsprechenden Richtlinien aufstellen und dort insbesondere halt auch nicht nur exklusiv den Fokus auf technisch-organisatorische Geschichten richten, wie zum Beispiel, was habe ich alles IT-Security-mässige Hardware drin, Firewall etc., was habe ich für Zugriffskonzept, sondern auch die rechtliche Seite versuchen abzudecken. Und dann würde man es entsprechend auf die einzelnen Vertragsparteien abbrechen und dort die Regeln definieren, die ich vorher angesprochen habe, im Bezug beispielsweise auf die Mitarbeitenden. Wie geht man mit der IT um? Was darf ich nicht? Was darf ich auf Social Media? Im Zusammenhang mit seinen eigenen Service Providers, wie sichere ich mich dort ab, bestmöglich gegen Haftungsrisiken und natürlich auch gegenüber der eigenen Kunden und dort halt die sinnvollen und notwendigen rechtlichen Massnahmen treffen, um sich halt letztlich auch möglichst aus dem Haftungsrisiko zu nehmen und auch möglichst seine Verantwortung im Griff haben und gegebenenfalls zu reduzieren. Ja, spannend. Ich habe eine Anschlussfrage auch, die jetzt aus der Audienz gekommen ist, die von Seiten Live-Chat eingestellt worden ist, wo eigentlich da gerade gut reinpasst. Welche Leistungen können mit einem IT-Dienstleister vereinbart werden? Bei welchen Themen kann das nicht dem Outsourcer übertragen werden? Also, wenn ich die Frage richtig interpretiere, was kann ich im IT-Dienstleister übergeben und welche Themen muss ich selber mich noch darum kümmern in diesem Kontext, aus rechtlicher Sicht? Auch spannende Frage. Ich denke, es hat zwei Aspekte im Ganzen. Der eine ist, was wir vorher schon angesprochen haben, ich habe letztlich halt als Leitungsorgan von einem Unternehmen die generelle Verantwortung für das Wohlergehen der Unternehmung und dementsprechend halt auch für IT-Security-Aspekte, wo ich zwar Dienstleister beiziehen kann, das mit denen anschauen, aber letztlich auch die grundlegende Verantwortung halt auch selber muss tragen. Und dort bin ich sicher letztlich halt auch beschränkt. Meine Verantwortlichkeiten und Risiken, die ich als Geschäftsleitungsmitglied oder als Verwaltungsrat etc. habe, können zu delegieren. Der andere Aspekt ist sicher im Bereich der Datenbearbeitung, im Outsourcing, in Cloud-Lösungen. Ich kann letztlich natürlich einen Dritten beiziehen, der Daten, Personendaten für mich bearbeitet, aber ich bin und bleibe als verantwortlicher Bearbeiter selber dafür verantwortlich, was mit diesen Daten passiert und was nicht. Ich kann natürlich Regelungen treffen. Der Dienstleister muss mir zusichern, dass er alle Sicherheitsaspekte respektiert. Er muss mir zusichern, dass er wirklich nur das mit diesen Daten macht, was ich ihm auch tatsächlich sage, dass er machen darf. Aber letztlich, ich habe die Hauptverantwortung als Dateneigentümer, als Verantwortlicher für die Daten, Personendaten, die ich als Unternehmen bearbeite. Und dort kann mich letztlich halt trotz allem nicht aus der Haftung rausnehmen. Ja, herzlichen Dank. Wir haben eine weitere spannende Frage bekommen, die so ein bisschen in die Thematik hineingeht. Inwieweit schützen Einverständnisse und Vereinbarungen mit einem zum Beispiel kantonalen oder eidgenössischen Datenschutzverantwortlichen in Bezug auf straf- und zivilrechtliche Fragestellungen? Ja, dazu vielleicht vorab, die kantonalen Datenschützer sind in aller Regel für die kantonale Verwaltung zuständig und für private Unternehmen wären es dann eigentlich der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Man kann das
mit dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragten anschauen. Man kann dort Abklärungen treffen. Es ist aus der Erfahrung natürlich so, man muss dann etwas halt, je detaillierter man eine Datenbearbeitung oder irgendein Konzept oder eine Idee erläutern, desto näher kommt man dann vielleicht auch eine Auskunft über, ist das zulässig oder nicht, oder wo sind die Risiken. Aber in aller Regel Persilschein wird man nicht überkommen. Und ich komme auch durch solche Abklärungen, obwohl ich natürlich mit denen auch letztlich mein Haftungsrisiko oder meine zivilrechtlichen und strafrechtlichen Risiken auch bessere Griffe bekommen kann. Ganz aus dem Risiko herausnehmen kann ich mich letztlich natürlich auch mit so Abklärungen nicht, weil das letzten Endes dann halt auch Gerichte sind, die entscheiden darüber, was ist zulässig und was nicht. Wir haben das Persilschein hat man irgendwie noch gefangen. Da passt mir gerade eine gute Frage drin rein. Persilschein, viele haben das Gefühl, dass sie mit einer Cyberversicherung allenfalls sich einen Persilschein erkaufen können oder irgendeine Lösung haben, wo sie vielleicht am Schluss abgesichert sind, zumindest finanziell. Mhm. Was ist dein Feedback zum Thema Cyberversicherungen, zum Angebot, das wir hier im Markt haben? Sage ich zum Thema Cyberversicherung. Ich habe das Thema bewusst jetzt vorgängig ein bisschen ausblenden gehabt, weil es ist halt wie letztlich eine zweite Stufe. Oder? Die Versicherung, die greift vielleicht oder auch vielleicht nicht. Aber primär bin ich natürlich als Unternehmen in der Haftung, wenn etwas schief geht. Und letztlich ist es halt so, wenn ich IT-Security-mässig gut organisiert bin, wenn ich alles State of the Art mache, ich habe Informationssicherheits-Guidelines, ich setze die um, das wird alles eingehalten, habe ich natürlich auch naturgemäß ein kleines Risiko, dass etwas passiert und brauche umso weniger allenfalls den Rückgriff auf die Versicherung. Andererseits, wenn ich den Laden IT-mässig nicht im Griff habe, dann wird mir vermutlich auch hinten aus einer Versicherung nicht viel bringen, weil die Versicherungen halt doch relativ viel Ausschlüsse einerseits drin haben, was ist alles nicht versichert, und andererseits eben auch relativ viel halt auch noch Sorgfaltsmassnahmen vom Versicherten definieren, was ich dann alles muss einhalten muss, damit dann überhaupt die Versicherung greift und ich meine Obliegenheiten aus dieser Versicherung auch nachkommen. Sensationell. Ich glaube, da haben wir ein gesundes Abwägen schlussendlich als Unternehmer. Wie viele Risiken kann ich mir selber versichern? Wir haben einige Fragen zu der Revision des Datenschutzgesetzes. Ist natürlich brandaktuell momentan bekommen. Wir haben eine Frage: Wie stark betrifft uns die Revision des EU-Datenschutzgesetzes, wenn wir nur im Kanton Zürich tätig sind? Das ist ein Unternehmen aus der Baubranche, das uns die Frage gestellt hat. Wie kannst du uns da ein bisschen in der ganzen EU-Datenschutz-Thematik Feedback geben? Ja, vielleicht um es ganz kurz zusammenfassen. Also wenn ich wirklich eigentlich mein Business auf die Schweiz beschränkt habe und in dem Sinne auch meinen Online-Auftritt offensichtlich auf die Schweiz ausrichte und nicht irgendwo Anstalten machen, EU-Kunden wollen zu akquirieren oder irgendwo EU-Personen aktiv tracken etc., dann bin ich eigentlich plus minus aus dem Anwendungsbereich draussen. Was wir aber berücksichtigen, wir haben, wie wir gehört haben, die Revision von unserem schweizerischen Datenschutz Gesetz, wo mutmaßlich nächsten Sommer in Kraft wird treten. Und dort kommen natürlich ähnliche Verschärfungen, wie wir das jetzt auch in der EU gesehen haben, die dann letztlich auch für die Schweiz relevant werden. Also insbesondere halt auch letztlich Sanktionen hinten raus, was kann passieren, wenn ich Datenschutzverletzungen begehe. Oder insbesondere natürlich alles, was wir gehört haben im Zusammenhang mit den Informationspflichten, mit der Führung von einem Verzeichnis von der Datenbearbeitung etc. Dort zugegebenermassen wird sich dann noch weisen mit der Ausführungsgesetzgebung, wie das letztlich halt alle Unternehmen je nach Größe und nach Umfang von der Datenbearbeitung und Kategorie wird treffen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir letztlich die sich bis jetzt können sagen, EU-Datenschutzgrundverordnung, das betrifft mich nicht, ich bin da draußen. Es wird Ähnliches auf die Unternehmen zukommen, jetzt mit der schweizerischen Revision, die sich bis jetzt so ein bisschen zurückhalten zeigen in diesem Thema. Wir haben eine spannende Frage, die sich dann ein bisschen auf das schweizerische Datenschutzgesetz bezieht.
bekommen. Und da geht es darum, ist die Frage, wir haben ja das Verzeichnis von der Datenverarbeitung, die wir dürfen erstellen dürfen. Und die Frage geht in die Richtung, gibt es ein Zertifizierungsorgan, welches einen Datenschutzprozess absegnen oder eine Art uns wie auditiert oder uns begleitet oder bescheinigt, ist eigentlich die Frage. Wie weit sind wir da in der Schweiz? Wie würdest du da jetzt einem Unternehmer beistehen, rechtlich? Also das ist tatsächlich so, das hat es jetzt auch bereits aus dem jetzt gültigen Datenschutzgesetz gegeben, dass man, es gibt Zertifizierungen, es gibt Zertifizierungsinstitutionen, da kann man sich zertifizieren und hat dort daraus aus dieser Zertifizierung dann auch gewisse Erleichterungen und das wird weiterhin aufrechterhalten. Also das gibt es bis anhin schon und ist auch weiterhin möglich und kann wieder abhängig davon, in welchem Bereich das man tätig ist, in welchem Umfang das man Daten bearbeitet, wie heikel die sind, halt zu gewissen Erleichterungen führen, insbesondere dann auch auf der administrativen Seite. Okay, spannend. Wir haben eine Frage, die ein bisschen da drin reinpasst, Bussen an Privatpersonen im Zusammenhang mit Datenschutzverletzungen. Können diese rechtlich an die Firma abgewälzt übertragen werden? Also so, wie das Datenschutzgesetz konzipiert ist, kann man es rechtlich in dem Sinn nicht überwälzen, dass letztlich Strafverfahren gegen das Unternehmen geführt wird und nicht gegen die natürliche Person. Aber es kann natürlich durchaus die Möglichkeit bestehen, dass man letztlich sagt, als Unternehmen, man übernimmt vielleicht den Buss, den eine Privatperson muss zahlen muss, aus der Unternehmenskasse, inwiefern das dann irgendwelche steuerrechtliche Probleme oder so gibt, das müsste vielleicht ein Steuerfachmann, den ich nicht bin, erklären. Aber grundsätzlich das Risiko abwälzen in dem Sinn, dass ich nicht in das Verfahren involviert werde, das nicht, aber die Sanktionen hinten raus eventuell schon. Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass wenn ich dann allenfalls einen Eintrag ins Strafregister bekomme, durch so einen Vorfall, so eine Verurteilung, das ist natürlich dann auch etwas, was wieder an mir persönlich hängen bleibt, das ich nicht im Unternehmen abwälzen kann. Ich würde das ein bisschen zum Abschluss eine Frage noch, die ich auch sehr spannend in diesem Zusammenhang finde. Was ist der grösstmögliche Super-GAU in Bezug auf IT-Risiken, wo man einem Unternehmer, einem Geschäftsführer, einem Verwaltungsrat kann passieren kann? Und mit was für Strafen könnt ihr sogar rechnen? Oder was kann passieren? Was ist? Ja. Spannende Frage, nicht ganz einfach zu beurteilen, aber ich denke auch da wieder, man kann zwei Hauptaspekte herausstreichen. Der eine, wir haben sicher insbesondere mit der Revision des Datenschutzgesetzes doch nicht zu unterschätzende Risiken im Bereich von der Datenbearbeitung, insbesondere vom Datenverlust oder eben von der Verletzung von der datenschutzrechtlichen Pflichten, wo natürlich durchaus zivilrechtlich relevant sein, aber auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, die recht empfindlich sein können. Das ist vielleicht so der eine Aspekt. Der andere Aspekt aus dem Super-GAU, also ja, letztlich ein IT-Super-GAU. Wenn ich Daten verliere und mein Business nicht mehr funktionsfähig ist, wie wir gehört haben, dann kann das im Extremfall zum Konkurs oder zum Tod von dieser Unternehmung führen. Einerseits eben, wenn ich Daten verliere und nicht mehr arbeiten kann, andererseits auch vielleicht, wenn ich letztlich auch so viele Probleme mit meiner IT habe, dass ich meine Leistungen nicht mehr richtig erbringen kann, dass ich am Schluss eigentlich vom Markt abgesackt bin und auch daraus halt wieder das Risiko kommt, ich bin weg vom Fenster, ich verdiene nicht mehr und ich gehe irgendwann Konkurs. Ich denke, das könnte man so ein bisschen als zwei Aspekte von einem Super-GAU-Szenario anschauen. Das wünschen wir keinem Unternehmen. Natürlich nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum wir die 360 Grad Informationssicherheitsveranstaltungen machen. Wir möchten Sie als Unternehmer solche Themen oder Ihnen als Unternehmer solche Themen näher bringen und Sie aufklären, mit Ihnen auf den Weg gehen. Wir haben die Möglichkeit, auch das im One-to-One zu machen, seitens Achermann und Ihnen, seitens unsere Partnerfirma Grossenbacher, Rechtsanwalt, vertreten heute durch Christian Leupi, wo ich ganz herzlich an mich bedanke bei dir, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast für die Online-Keynote, für die Fragen aus dem Publikum, die uns da können
zu beantworten. Ja, sehr gerne geschehen und der Dank geht zurück, dass ich hier mitmachen und Teil davon sein konnte. In dem Sinn, herzlichen Dank, haben Sie sich zugeschaltet heute zu unserem Live-Talk, jetzt am Schluss von der Runde, Ihre Fragen, die Sie uns gestellt haben. Eine Frage ist noch, wie geht es jetzt weiter? Sind auf der einen Seite können Sie den Anlass, den wir hier gemacht haben, restreamen. Der ist aufgezeichnet auf der Live-Talk-Webseite von der Achem ICT Service. Also Sie haben dort auch die Chance, die ein oder andere Folie rauszupicken, sich Notizen zu machen, auf dem Weg von der Informationssicherheit sich auch selber mehr fit zu machen. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben. Wir sind stolz, Sie dürfen zu begleiten in diesem Thema. Und ich sage, bis auf schon bald, wo wir die nächste 360 Grad Informationssicherheits-Show-Sitzung Live-Talk hier machen dürfen. Bleiben Sie gesund, einen schönen Tag. Merci vielmals.